Es hat alles funktioniert. Bis eben hat die Twitch-App noch Zicken gemacht. Und dann habe ich sie halt eben einmal runtergeschmissen und neu draufgezogen. Ich hoffe mal ganz inständig, dass das jetzt funktioniert. Wenn nicht, dann wird die Zoe übernehmen müssen. Ganz einfach. Aber ich glaube, es hat soweit funktioniert. Ich stelle jetzt im Hintergrund nochmal den Rest ein. Und sobald Zoe dann kann, kann es auch direkt losgehen, würde ich sagen. Ihr könnt ja schon mal schreiben, ob ihr mich gut hören könnt oder nicht. Dann weiß ich vielleicht auch schon ein bisschen mehr. So, ich gucke gerade mal. Also hier steht zum Beispiel, dass ich live bin. So, ich gucke mal hier in meinem Chat. Hi, hallo Laura. Ich hoffe, du kannst mich gut hören. Kannst ja mal im Chat kurz reinschreiben, ob du mich hören kannst. Dann weiß ich auch mehr. So. So, ich gehe mal rüber auf Gameplay. So, jetzt. So. Ja, drum passt, das ist schön. So. Gut, dann warten wir jetzt nur noch auf Zoe und dann können wir starten. So. Auf jeden Fall kann ich nochmal mich bedanken, weil ich habe neue Follower gekriegt. Einmal den MCChris 1096 und den Raben Nummer 1. Ja, da sage ich auf jeden Fall vielen Dank für. Da freue ich mich sehr drüber. Und worüber ich mich noch mehr freue, dass Twitch endlich reagiert hat und diese, 5 Minuten spätestens sind auf der Welt. Ja gut, alles gut. Ja, macht nichts, dann kommst du nicht mit ins Mesa-Biom. Das ist auch nicht schlimm. Das ist alles okay. Wir können durchs Nether, wir haben da eine Abkürzung gebaut. So, jetzt gehe ich in meinem Creator-Dashboard auf Twitch über Laptop, damit ich da auch alles sehen kann. Ja, das ist auch gut, das ist auch gut. Ärzte dürfen nicht ausgehen, da hast du recht. Wir müssen auch demnächst nochmal wieder ein bisschen los und ein bisschen sammeln. Ob wir das morgen im Stream von Zoe machen, weiß ich nicht. Oder wann, ob wir das privat machen. Hauptsache, wir kriegen es hin, sage ich immer. So, auf jeden Fall bin ich hier noch nebenbei am Einstellen, dass auch die Twitch-Geschichte über Rechner gut läuft. Die Bitrate ist sehr in Ordnung, das gefällt mir. Und ja, wie gesagt, sobald Zoe da ist, geht es auch direkt auf die Welt. In der Zwischenzeit können wir eine Runde plaudern. Oder ich haue einfach schon mal das Intro rein. Das dürfte ja auch gehen. Intro ist ja nie verkehrt, denke ich mal, ne? Und auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal danke für die Follows an Chris und an den Raben. Und ja, ich werde mal jetzt, denke ich mal, das Intro reinhauen. So, okay, die Einstellung, das Creator-Dashboard, das brauchen wir jetzt nicht. Dann hauen wir mal so rein. Ich müsste das hier schon irgendwo hier, Galerie, nehmen wir das einfach. So, dann machen wir erstmal das Intro. So,
Da haben wir schon mal das Intro und ja, das heißt ja auch nur, dass es Samstag ist und dass es wieder losgeht. Meinen üblichen Samstagspruch habe ich jetzt also mal kurz gebracht und Zoe ist auch gerade aufgetaucht. Und dann kann ich sagen, Laura geht nicht mit ins Mesalium wahrscheinlich. Sie macht eine Mining-Tour, weil uns die Erze langsam ausgehen. Und das, ja, und das darf ja nicht sein, ne? Dementsprechend hat Laura das schon gesagt. Okay, ist in Ordnung. Aber Mesalium haben wir gestern aufgebaut, kannst du sagen? Ja, habe ich schon gesagt, dass wir Abkürzungen gebaut haben durchs andere Biom. Und zack, springen wir mal wieder nach. Das ist Neta. Ja, ist ja auch ein Biom. Das Neta ist das Neta-Biom, so, ganz einfach. Ich habe das jetzt mal zum Neta-Biom erklärt. Ach so. Ja, irgendeiner muss es ja tun. Ne? Ja, hast du Bock, 1000 Blöcke zu latschen oder nicht? Na, wenigstens. Oh, nein. Oh. Doch. Deswegen habe ich mir vorhin schon die Nase zugehört, als ich reingekommen bin. Achso, ich dachte, das wären meine Füße. Ja, nee, gut, meine Nase juckt. Ja, dann musst du, dann, das ist ganz einfach, dann nimmst du dir ein Holzbrett zum Schneiden oder irgendwas anderes und haust dir das Vollsaft auf die Nase, dann juckt sie nicht mehr. Das ist ganz einfach. So. Er wird der Datepot, der Butter doch der Datepot, der Drama, Baby. Wie man hört, Bruce Daniel ist heute auch dabei. Ja. Moment, Engelchen trompetet noch. Ich versuche halt nur nicht loszunehmen. Ja. So, ich brauche eine komplette Rüstung. Bei den ganzen Raids könnte das problematisch werden. Noch reichen sie, aber noch nur. Ich habe in letzter Zeit erschreckend viel verbraucht. Dadurch wird das ausgeglichen. Ja, stimmt. Da hast du recht. Dann sollte man mal Power machen, da hast du recht. Ja. So. Zoe, eine Frage. Hast du hier den Slow Shit reingehauen oder ist alles normal geblieben? Nee, ich glaube nicht. Dann ist okay. Ich glaube, du hast beim letzten Mal vergessen. Ich weiß es nicht, deswegen frage ich extra. Ich guck gleich nach. Nicht, dass wir hier. Den Abwehrmodus, nicht den Slow Shit. Achso. Ich mach kein Slow Shit rein. Dann ist okay. Das wollte ich nur wissen. Ob man auch schnell schreiben kann, nicht, dass ich dann aus übersehe und die Leute springen dann aus dem Stream raus und so. Ne? Nein, man kann schreiben. Ja, ich würde jetzt... Slowshit bedeutet ja nur... Dass sich alles verlangsamt um 30 Sekunden, ja. Das brauchen wir jetzt nicht. Slowshit bedeutet nur, dass die Leute zwar schreiben können, aber dass auch dadurch, dass andere dann im Chat schreiben möchten, wird das so verlangsamt, dass sie nicht sofort direkt die Nachricht hinterher schicken können. Ja, ist ja in Ordnung. Das ist der Lowlet, richtig. So, ich mache derweil jetzt nochmal schnell Werbung auf allen möglichen Kanälen und Optionen. Weil ich mache ja immer für andere Werbung, bloß für mich macht irgendwie nie wirklich jemand Werbung, also mache ich das jetzt mal schnell selber. Das heute zu holen, das ist Internet abkackt wie Mittwoch. Ja, wenn das Internet abkackt, dann kacke ich den Internet ein auch. Dann rufe ich live bei Telekom an, mache auf Lautsprecher und werde erstmal eine Runde nörgeln. Ich sag nur Mittwoch. Ganz einfach. Aber wir hoffen mal das Beste. So, ich sehe schon 4 Zuschauer. Dann hoffe ich mal, dass Zoe jetzt. Ins Game rein, kleinen Moment. Dann ist gut. Ein paranoides Valiant erscheint in hohem Gras. Ja, nach dem gestrigen Spiel hast du ja gesagt, bist du ein bisschen paranoid geworden, ne? Aber so paranoid bist du ja nicht, Gott sei Dank. Nein, ich hab nicht aktiviert. Laura kommt aus dem Pokéball. Bist du sicher, Schatten? Ich bin immer sicher. So, ein bisschen hier tippen. Ein bisschen da tippen.
ihr macht das schon richtig. Nö. Bewerben wollte ich meinen Stream noch nicht. Soweit ist noch nicht. Was solltest du nicht? Dein Stream bewerben? Ja, genau. So, ich gehe schon mal drauf. Denke mal, so ist jetzt auch gleich soweit, dass es jetzt gleich starten wird. Weil normal sind wir immer ein bisschen schneller, aber heute, naja, ich habe ja schon gesagt, ich bin auch gerade erst zur Tür rein vorhin gewesen. Von daher müsste ich dann jetzt schnell den ganzen Technikkram hochladen, gucken, ob die Twitch-App funktioniert. Hat sie nicht, also muss ich sie runterschmeißen, nochmal neu draufziehen. Aber ich glaube, jetzt funktioniert es. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, wäre ich traurig. Ganz einfach. Jetzt noch Instagram kurz Werbung machen. Dann ist Zoe bestimmt soweit, dass es auch gleich losgeht mit ja. Ich bin drin. Sie ist drin. Na Gott sei Dank. Dann kann es ja eigentlich auch losgehen. Nee, Verbindung zum Server veraltet. Okay, warum auch immer. Musst du ein Update machen? Ich hoffe nicht. Wenn ich muss den Stream nochmal stoppen und nochmal neu anfangen mit wegen Update. Wo hast du zu dem Speicherplatz? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Vom Wissen, was das Lustigste war, Jack war gestern mit mir noch auf der Welt, also von daher. Naja, eben, also normalerweise dürfte da nichts Großartiges gekommen sein mit Update. Okay, bei Laura sagt er es auch. Ja, ist veraltet. Oh, das wird da jetzt wohl nicht wirklich dran. Dann vielleicht mal in den... Oha. Selbstverletzung ist böse. In Google Play nachgucken, ob es vielleicht eine veraltete Version. Also ob ihr ein Update machen müsst. Ich schau gerade mal. Nö, hier steht nichts bei mir mit Update. Nur installieren, Spieler, verschiedene Fehlbehebungen. 1.19.3.6. Letzte Aktualisierung 23.02.23. Das war vor 2 Tagen. So, spielen. Na, ja, das ist natürlich Mist, ne? Versuche ich es auch noch mal gleich. Auf welcher Version seid ihr? Ich bin auf der 1.19.62. Ich meine, das wäre auch die Version gewesen. Warte, ich gucke nochmal. Ich drehe nochmal eine Runde. 1.19.63. Ich bin bei 62. Ja, dann bist du veraltet. Ja, ne? Aber ich kann nicht aktualisieren. Du bist lustig. Ja. Jetzt hat Lila Eule einen neuen Fehler. So. Hallo, Rabe. Hallöchen. Herzlich willkommen zum veralteten Serverstream. Na, bin ich mal gespannt, ob es das gleich funktioniert. Guck mal. Wenn nicht, wird es heute ein kurzer Stream. Aber wie eben schon eingangs gesagt, erstmal vielen Dank fürs Follow an Rabe. Und ja, ich, solange es mit der Technik hier nicht hinhaut, haue ich nochmal das Intro gleich rein für den Raben. Der freut sich ja immer, das Lied zu hören. Also bei mir steht nur ein neues Update. Jetzt kommen die Hypes. keine Verbindung zur Welt, kann nicht mehr betreten werden. Oh, der Rabe will, dass ich wie ein Holländer nutze. Dann muss ich das auch nochmal machen. Hoffentlich hört man mich auch, ne? Dass man mich auch hören kann, weil wenn man mich nicht hört, hört man mich nicht. Das scheiße ich das. Ich bin auch gerade aktuell. Jo, also das Engelchen, muss ja auch noch mal gucken, dass das richtig an der Welt kommt. Und ja, wollen wir mal schauen, ob das irgendwie hinhaut. Ne? Wenn nicht, dann haben wir wirklich Kack am Schuh. Ne? Ja. Das ist verrückt, das ist. Endlich eine Vogelgesellschaft, ja, das stimmt. Jetzt haben wir hier den Rabe, dann der lila Eule, dann der Valjans, das ist der Greifvogel. Und dann haben wir den verrückten Holländer, das ist der Flattervogel, ne? Das ist der Paradiesvogel. So, jetzt haben wir genug genuschelt. Nicht, dass ich hier den ganzen Tag noch wie ein Holländer rumunke. Muss ja auch nicht sein, ne? So.
Ich könnte ja höchstens mal auf den Server springen, solange. Ja, auch mal eine Idee, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, warum du gestern drauf konntest und heute. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich gestern drauf kam und warum heute nicht, ne? Ist das okay für wenn ich Olche nenne? Lass sie besser rufen. Ich glaube, da hat sie keine Probleme mit. Aber es wird die Laura schon schreiben. So. Hey, ich sehe Coffee Shop, warum auch immer. So. Ach, wenn nicht, dann gehe ich halt mal kurz auf die Monster-Arena-Welt. Da war ich schon lange nicht mehr. Komm, gehen wir mal gucken. Ich bin auf der 1.19.62. Ich kann auch nicht anders. Also wir haben jetzt praktisch das Problem, dass Zoe nicht auf unsere Version raufkommt. Na, wenn nicht, dann müssen wir halt eine Ausweichwelt machen. Ja klar, ist das nicht toll. Passt schon, hab jemand mal nicht bei den Namen genannt, den ich einen normalen Namen, dann mich Ole, bin ich gewohnt. Ja, dann machen wir gleich eine Ausweichwelt so lange. Ich weiß nicht, kannst du dann überhaupt bei uns rein? Ja, dann warten wir halt noch mal einen Moment. Ja, was soll ich machen? Naja, das ist ja wieder Faktor X, wie ich heute schon gesagt hatte. Ne? Faktor X kommt dazwischen. Ah, dann gucken wir einfach mal hier. So. Hier zeige ich euch sofort mal den Valianzturm. Das ist ja das, was wir vorher gemacht haben. So, guck mal hier, Valianzturm, da ist er. Gehen wir doch mal da rein. So. So, dann gucken wir doch mal, was der Valianzturm so macht. Ah, hier geht's ja runter, stimmt ja. Hier waren wir auch letztes Jahr irgendwann mal zuletzt auf der Welt, ne? Machen wir doch mal einen Klassiker. Betreten auf eigene Gefahr. Machen wir so lange das, bis unsere Zoe es endlich schafft. Na, da ist doch schon ein Name. Zoe, bist du das? Ich bin im Wolfgang nirgendwo drauf. So, wer ist das? Lila Eule, glaube ich, ne? Ja, ist doch auch mal was. Na, war doch Lila Eule jetzt gerade hier drin, ne? Ja, klar, Lila Eule. Ja, das sollte die Monster-Arena hier werden. Da fehlte jetzt eigentlich nur die Redstone-Schaltung. Und dann hätte ich die Monster unten aktiviert. Aber hier kann man auch gerne mal ein bisschen ruhig durchstromern. Ja, das Haus noch vom Levi gewesen. So. Ja, klasse, jetzt bin ich hier oben, dann ist Laura unten. Ah ja, macht ja nichts. Wie gesagt, hier war ich auch schon lange nicht mehr. Aber hier haben uns teilweise auch einen abgebrochen. Hallo Laura. Jetzt müsste eigentlich noch Valianz hier reinkommen und so. Dann hätten wir jetzt ein neues Team. Jetzt bist du oben. Ja, jetzt bin ich unten. Ja, warte, komm ich da hoch. Kein Thema. Gleich machen wir es so, dass... So. Ja, und da hinten haben wir noch ein Dorfchen gebaut, da hinten. Ja, da schleichst du. Ja, guck, mach ich auch. Zack. Ab ins Wasser. Wir machen jetzt das große Jack Tango Sturmspringen hier. Ja, da sollten die Schaltungen sein. Eins ist für Licht gewesen. Zwei wäre gewesen für die Monster und dies und das. Hier ist die Raucherlounge vom Valianz gewesen. Rillaholika war Valianz immer. Ist er immer noch. Ja, ist er ja immer noch bei Minecraft. Ja, von daher.
Ja, so ist Tierfarm. Ja, lange nicht mehr hier gewesen. Na, aber ich kann euch das ja alles mal zeigen, wie es geplant war und wie es jetzt ausschaut. Ne? Dann haben wir hier vorne unser älterer Hauptbase gehabt. Dahinter irgendwo auf dem Hügel sind wir gestartet. Unsere ersten Betten, dann die Bodentruhen und alles. Unsere Essensfarm, die sowieso schön bewirtschaftet hat. Ja, kannst ja Namen ändern, wenn du Zeit hast mal. Wollte nur erst fragen, nicht, dass du das nicht magst. Ja, guck mal. Essensfarm ist hier hinten, genau. Hier wird dann gehandelt, ne? Das waren so die Regeln, die wir damals hingesetzt haben. Ne? Nicht eigenmächtig handeln, also sprich das, was Laura gerade macht, sollte in sie nicht gemacht werden. Ja, ja, so ist das halt. Ne? Und hier oben sind zum Beispiel noch andere Sachen. Und hier kommt man dann durch zu was anderes. Hab Hunger, hab alles nachgepflanzt. Seid ihr wohl vergeben. So, jetzt muss ich erstmal aus dem Wasser wieder rauskommen hier. So. Ja, und hier hinten war dann unsere U-Bahn-Strecke über die Brücke drüber weg. Kann man zu Fuß machen, oben drüber ist auch eine kleine Baumfarm. Oder man nimmt hier einen unterirdischen Weg, den haben wir ja auch, glaube ich, schon fertiggestellt gehabt. Ne? Lagerfeuer weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir hier ein Lagerfeuer hatten. Ich meinte, ich hätte mal irgendwann zu Anfang meins gemacht, aber das haben wir, glaube ich, ausgetauscht. Da ist das Gewächshaus, wo die Laura gerade vorsteht, übrigens. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Ne, dann wisst ihr, was alles ist. Der aktualisiert sich anscheinend von alleine. Na ja, dann. Also können wir heute auch die normale Map nicht drauf, sorry, oder wie ist ich das? Ich weiß es nicht. Wir können es ja gleich gerne nochmal probieren. Dann wissen wir da ja hinterher, ob das klappt oder nicht. Weil ich sehe, in der Änderungsliste sehe ich das 1963. Hm. Du hast doch, meine ich, gestern noch gesagt, oder heute Nacht es noch gesagt, es hat sich... Du warst doch gestern noch drauf. Ja, nee, dass sich da irgendwas aktualisiert hat. Der Launcher hat sich aktualisiert, glaube ich, hast du gesagt. Nein, der Launcher hat sich nicht aktualisiert. Oh, ja. Ich hier ist dann so ein bisschen die kleine Gärtnerei gewesen hier, mit den ganzen Setzlingen, die wir hatten. Damals war die Mangrove noch das allerneueste Update. Das war hier noch voll im Deep Dark. Gehen wir mal rüber ins Dörfchen. Ist ja Gott sei Dank hier alles recht schnell verbunden. Recht schön. Da ist noch irgendwas nicht fertig gebaut worden. Könnte man ja eigentlich ausweichen, bis ich dann hier ein bisschen weitermachen. Hier ist ja auch die Schmiede. Weiß nicht, wer hat das hier gebaut oder was sollte das hier werden? Könnte bald eine Kirche werden oder sowas. Hier waren, glaube ich, Dorfbewohner, Buchten, wo wir die dann eingefangen haben. Oder nee, das war Auf- und Abstieg zu der U-Bahn, genau. Springe ich auch direkt mal rein. Ich
glaube, das war hier Ankunft Teil, wo ich jetzt drin bin, aber egal, ich fahre jetzt da mal in entgegengesetzter Richtung. Kann ja auch mal Sachen passieren. So. Ich kann dieser Welt schlecht was bauen, fehlt da sämtliches Equipment. Du hast hier noch alles aus Windows Hive, bis es funktioniert. Ja, sonst hätte ich dir Sachen gegeben. Ist kein Problem. Aber okay, dann geh erstmal so lange auf Hive. Ist ja auch keine Sache. Weder ihr kommt auf meine Welt, noch ich komme auf eure Welt. Okay, dann haben wir jetzt das wirklich das Problem, dass keiner auf die andere Welt kommt. Außer Zoe schnappt sich ihr Tablet und dann kann sie vielleicht über Tablet hier mitmachen. Nee. So wie früher. Selbst da ist eine Aktualisierung darauf, dass so eingestellt ist. Nee, gar nicht wahr, ist nicht eingestellt. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch hier eigentlich mit drauf auf die Welt sein. Ja, aber mein Tablet ist nicht geladen. Das weiß ich zu 100%. Ja, das dann haben wir jetzt wirklich ein Problem. Und wenn ich hier auf ein Tablet eine neue Welt... Also, irgendjemand kann mir sagen, wie ich das mit der App aktualisiert kriege. Jetzt auf Tablet die App, oder? Nein. Oder meinst du auf PC? Guck doch mal auf der Minecraft-Seite selber. Ob da irgendwas... Schon, werde ich auch nicht schlau draus. Irgendwas ist. Und so kommst du auch nicht auf eine Welt, wenn ich jetzt einen neu generieren sollte. Nein. Und wir kommen nicht auf deiner, wenn... ja, jetzt haben wir natürlich eine verfahrene Situation, würde ich mal sagen. Und so würde ich auch sagen, gehen wir alle auf Hive. Kommst du auf Hive drauf, Zoe? Müsste. Ja, dann gehen wir doch alle mal heute auf den Server. Ganz einfach. Ja, mich nervt das auch. Ich hätte eigentlich auch heute gedacht, wir machen jetzt weiter. Wir haben ja alles fürs Mesa-Biom vorbereitet. Das ist das, ja. Wir haben unsere ganzen Sachen gestern dann noch ordentlich hingeschackert. Und Laura hat ja gestern auch noch geschafft, mit drauf zu kommen. Dementsprechend sind wir jetzt gezwungen, wenn kein Plan A, B und C reicht, entweder den Stream zu beenden, was ich eigentlich nicht möchte. Oder? Macht ihr mal, ich versuche bei mir das hier zu. Ja, das ist gut, macht ihr mal. Ich bin gerade hier alleine, deswegen macht ihr mal, ja. Macht ihr mal, ich versuche das Ganze hier zu aktualisieren. Ja, ja, ist okay, dann gehe ich jetzt hier raus und auch auf den Hive. Meine Güte, juckt doch nicht. Ist doch in Ordnung. So. Wenn es nicht anders geht, dann geht das halt nicht anders. So. Wenn er mich jetzt auch auf der Hive drauf lässt, dann kann ich sogar auf der Hive drauf. So, fertig. Server betreten. Warum ist jetzt der Speak-Dings ausgegangen? Das was? Meine Sprachausgabe hier? Weiß ich nicht. Ich habe mich doch da angemeldet, hat doch vorhin sogar funktioniert. Dann musst du nochmal melden. Also heute ist nichts, wie es sein soll. Ist mal interessant. Aber wir versuchen ja unser Bestes hier, ne? Jetzt meint aber noch neue Datenschutz, die Richtlinien. Also ihr seid doch alle bekloppt heute. Warum alles auf den Samstagabend? So, jetzt bin ich auch auf der Hive. Ja, ist bescheuert, ne? Ist bekloppt. So, ach, die lila Eule. So, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich hier noch meinen üblichen Skin? Ja. Dementsprechend kann ich jetzt auch leider nicht den Skin draufpacken bei mir, weil es bringt ja eh nichts. Ich bin jetzt froh, wenn die Technik so hält, die der
wer es jetzt Lucky gebaut hat. Okay, das hat nicht geklappt mit dem Springen, warum auch immer. Wenn ich wüsste, wie das geht, mache ich das. Warte mal. Items, globaler Spind, Freunde. Vielleicht auch Freunde, mal gucken. Da sind noch Leute, die es gar nicht mehr gibt anscheinend. Freund hinzufügen, Einladung verwalten. Ist hier Party? Ah, Party, da. Spieler einladen. So. Ein Freund online einladen. Lila Eule. So. Dann machen wir halt eine Party auf. Ist doch auch in Ordnung. So. Dann gucken wir mal, was wir für eine Party hier machen. Machen wir mal eine Runde Murder's Mysteries. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Eule, bist du dabei? Murder's Mystery? Was ist denn jetzt? Ach, da ist er. Welche Version hattest du nochmal? Meld denjenigen Report. Achso. 1962, glaube ich. 62 bin ich. Ja, dann ist es 63 bei mir oder irgendwie was. Eine weitere. Ja, komm, machen wir mal das Mystery. So. Zack. Eigenen Server? Nö, regulär. Machen wir regulär. So. Klar spielen, was ist der von, was halt Sieg manchmal auch. Nein, der brauchst du nicht deins. Alles, was mit Jump'n'Run zu tun hat, ist nicht meins, Gott sei Dank. So. So, dann gucken wir noch mal. Raum 200 noch was. Ach Gott. So. Oh, hey. Oh, hey. Hier killt jemand aber mächtig prächtig, würde ich sagen. So. Dann wollen wir doch mal gucken, wer hier der Töter ist, der Übeltöter. Wahrscheinlich bin ich gleich schneller abgemuxt wie alles andere. Ja, das war's schon. Ja, gut. Okay. Schauen wir doch einfach mal zu, würde ich sagen, ne? Wenn ich zuschauen könnte. Warte mal. Zuschauen, da, zuschauen. Klappt doch. Ich möchte auch wissen, wer hier der Mörder ist, der mich hinterrücks so gekillt hat. So. Ja, ich war Sheriff, ja. Ich war der Dumme. Bist tot. Ja, siehst du, ich auch. Na, hat der Mörder mal gewonnen. So. Aber guck mal, hast du bis zuletzt durchgehalten, das ist schon mal gut. Meiste gesammelten Münzen. Ja, guck mal. Das ist doch schön. So, machen wir noch eine Runde und dann gucken wir mal, ob wir was anderes machen. So. Ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt schon wieder Sheriff werde oder irgendwie was. Eben. So. Schön düster hier. Ach Gott. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. So ein Stuss. Das ist
So. Ach, Mist. Ja, da bin ich aber dann rein. Verdammte Tat. So. Schnell das erstmal hinterherkommen hier. Ah, Mist. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ganz ärgerlich. So. Ja, ja. Über was hatten wir noch mal Minecraft oder MMOGA, ne? Ja. Oha. So. Das erste Mal, dass ich zweimal den Sheriff gekillt habe, das ist für mich absoluter Rekord hier eigentlich. So, gucken, ob ich noch ein paar kriege. Ah ja. Ja, ich verrate mich zu schnell. Ich weiß es doch selber. So. Ich denke mal, die Unschuldigen werden heute gewinnen. Aber das ist auch am besten. Ich glaube, ich habe es gefunden. So, ihr habt es gleich gefunden. Das wäre gut. Kann man dann dauern. Ach man, wer kommt denn darauf, dass ich in den Google Store muss und das in Google Store aktualisieren muss? Ja, das weiß man halt nicht, ne? Ich bin nie drin in dem Scheiß. Weiß man halt nie. Das kann jetzt einen Moment dauern. Ja, mach du in Ruhe. Ich mach jetzt meine 1 Minuten 15 durch. Und schau mal, ob ich hier einigermaßen noch was rocken kann. Ja, das ist der Vorteil, ne? Weil ich mit dem Wurfstern nicht unbedingt arbeiten kann. So. Mit Wurfstern habe ich bis jetzt immer Pech gehabt. Ich kann es ja gerne mal versuchen. Wenn ich hier mal irgendjemanden sehe, dann würde ich den dann mal versuchen, den Wurfstern um die Ohren zu hauen. Ah, mich hat es jetzt erwischt. Naja, egal. Auf jeden Fall war es lustig, war lustig. Ja, guck mal. Wann bin ich mal Mörder, wann bin ich mal Sheriff? Von daher, alles nur eine kleine Sache. Ist ein Spaß in meinen Augen. Ich mal kurz bei Bruderschaft der Klingel. Der Chef hat mich kurz angefunkt. Der weiß, dass ich live bin, aber nein, man muss mich immer anfunken. Macht aber nichts. War ja gerade noch nicht geladen, von daher ist das ja noch in Ordnung. So. Gibt es hier überhaupt Münzen? Ah, da vorne. Da rennt schon einer hin, da muss ich jetzt hierher. Ach, da ist ein Bad. Auch gut. Die Map kenne ich noch nicht übrigens. So. So. Gucken wir mal, dass ich ein bisschen was an Kohle zusammenkratze hier. Gleichzeitig gucke ich mich mal ein bisschen hier um. So.
ja schon gut aus hier. Okay. Leute, lasst mich einfach mal einen Moment leben, damit ich mal die Map ein bisschen erkunden kann. Na, tut doch keinen weh, wenn ich noch ein bisschen lebe. Aber bis jetzt ist, glaube ich, noch keiner umgekommen, oder? Naja. Ist ja auch gut, ist ja auch gut. Wenn sie jetzt im Hintergrund ein bisschen ruhiger wäre, die liebe gute Mutter. Ja, Update ist fertig. Ja, das wäre doch gut so. Dann können wir gleich. Ach, hier ist einiges zum Updaten, also von abgesehen. Ja, dann date mal in Ruhe ab dann hast du ein schönes Date. Ein Update. Also unwichtiges Guide benutze ich nicht. Game over. Okay. Haben überlebt. Wahrscheinlich war der Mörder hier genauso ein Noob wie ich. So, wer ist ein Er war ein Mörder. Okay. Die ist mir, glaube ich, ein paar Mal entgegengekommen. Ja gut, macht nichts. Dann warten wir jetzt mal, bis sowieso weit ist. Macht euch noch eine Runde. Ja, deswegen. Das dauert, mein PC fährt gerade mal hoch. So. Nur eine Runde machen wir noch, dann spielen wir vielleicht was anderes, halt den Sieg oder so. So, sind wir wieder in dem Haus. Auch gut. Ach nee, das ist glaube ich das Museum, ne? Das habe ich schon mal gesehen gehabt. Ja, das ist das Museum. Da habe ich auch schon mal drin gespielt. Und schon wieder hier Wortfindungsstörungen. Keine Teambildung, bitte. Nein, wir machen nie Teambildung. So. Wir versuchen nur eins und zwar zu überleben. Ach, das ist jetzt heute euer Ernst. Also, wenn es heute richtig kommt mit Updates, dann richtig, ne? Naja, und es lohnt das doch nicht, Zoe. Ah, das war's. Man ja, ich auch. Update. Auch tot. Ja, gehen wir mal zurück zum Hub und machen mal was anderes, ne? Oder möchtest du noch eine Runde, Laura? Ja, das mit White, das war schon eine tolle Sache. Ne? Halt den Sieg. Ja, gut. Ja, dann machen wir hier noch ein bisschen. Ja, dann machen wir hier noch eine Runde Mörs Mystery. Aber ich bin ja schon froh, dass es jetzt hier funktioniert, weil früher hatten wir das Problem, wenn wir aufnehmen, was streamen wollten, dass hier gar nichts funktioniert hat. So, dann klicke ich mal auf erneut spielen. Dauert mir sonst zu lange hier. So. Dann wollen wir doch mal gucken, wie es hier weitergeht. Weil normalerweise laut Dings sagt er mir das selber, dass er braucht. Ja, ich war. Nee, glaube ich nicht, weil die wissen ja nicht, dass ich hier Streamer bin. Ja, ich habe mich hier nicht beworben mit Hallo, ich bin Jack Tingo, ich bin der Streamer mit der Fechtmaske. Ich mache jetzt hier auf Hive den Affen. Nee, das denke ich mal nicht. Ich glaube nicht, dass Streamer-Vorteil ist. Außerdem, solange wie ich hier schon nicht mehr auf den Dings drauf war, dürften die mich hier alle gar nicht mehr kennen. Ne? Du kannst also, gerne mal probieren, das muss da funktionieren. Ja gut, probieren wir gleich, sorry. Kein Problem. So, erstmal sammle ich ein paar Groschen, bevor ich hier abgemetzelt werde. Ich bin auch auf der 6.3. Ja, so, ich wäre jetzt also bereit. Vielleicht klappt das dann jetzt gleich doch. Ja, wenn ich jetzt auf der gleichen Version wie ihr bin. Wie ihr bin, ja. Wie ihr seid, dürft es funktionieren. Hoffen wir mal das Beste. Ne? Hoffen wir einfach mal. So. Ich wundere mich, dass ich übrigens noch lebe. Nur mal so für die... auf den Tisch oben. Sind ja. Nur mal so für die Allgemeinheit. Ich freue mich, dass ich noch lebe. Normalerweise bin ich der Erste, der hier drauf geht. Nö. Immer drauf an. Ja, überall. Okay, so, ich schnupfe noch mal die Nase und dann kann es gleich weitergehen. Ja. Oh,
Kein Problem. Elefantitis, Rüsselseuche und so, kennen wir alles. Meine Nase läuft, Entschuldigung. Ja, wohin läuft sie denn? Oh, flüssig. Oh. Sie läuft flüssig. Na, wenn es ganz flüssig wird, dann läuft. Ja, das ist... Du hast einen Bogen übrigens, ne? Ja, jetzt ja, jetzt ja. Ja, Shadow ist neun. So. Ich würde da nicht stehen bleiben. Nee, nee, ich suche auch das Weite, vielleicht finde ich es ja. Der Mörder wird wahrscheinlich oben sein. Ja, ich denke auch. Ich nehme schon mal einen Bogen in der Hand. Bin ich hier einigermaßen sicher? Nee, egal. Aufs Bett stellen. Oh, er kann auch sein Schwert schmeißen. Wurfstern. Wurfstern, ja, ja. Kriegst du einen zweiten Pfeil. Draußen. Ja, da gehe ich auch noch hin, da gehe ich auch noch hin, sorry. Da auf dem Bett war noch eine Münze. Okay, die hat auch einen Bogen, die wird es nicht sein. Sheriff ist gestorben. Ja, ja. Neuer Sheriff ist da. Ich denke mal, der wird unten irgendwo sein. Hm, in dem einen Raum auf dem Bett ist auch eine Münze. Ja, hier ist auch noch eine. So. Okay, wir haben gewonnen. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir es jetzt mal mit Zoe, ob das jetzt endlich funktioniert. So. Die lila Eule hat den Mörder getötet. Super. Glückwunsch. Screenshotten. Ja, zu spät. Zu spät, leider. So, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt raus. Ich löse dann die Party auf. Und dann gucken wir mal, ob das bei Zoe funktioniert. So. Beenden. Sieht gerade auch perfekt Nacht. Ja, ja, dann passt das doch. Yes. So. Jetzt weiß ich auch, wie ich das dann mit den Aktualisierungen hinkriege. Ja, guck mal. Ich musste nämlich selber erst gerade nachgoogeln, wie ich das machen kann. Nach geschlagenen 47 Minuten hat es dann mal geklappt. Aber hey, Hauptsache es hat geklappt. Ist doch in Ordnung. So. Ja. Und da waren der Trunk noch. Und da war schon. Ja, damit meinst du mich, ich weiß. So. Wir sind Dorfbewohner, so. Gleich nicht mehr. So. Hm, wer liegt denn da wieder? Laura. Ja gut, dann nehmen wir uns mal eben hin. So. Wenn jetzt weißt, wo die Betten sind. Wollte ich gerade sagen, die müssten hier noch sein. Ja doch. So viel habe ich noch von gestern behalten, guck. Jetzt so. Machen wir aber das, was wir eigentlich machen wollten, ins Mesabiom. Genau, wir gehen jetzt ins Mesabiom. Sind die Monster an? Ja, das habe ich ja nicht gesehen. Da muss ich mir jetzt was Goldenes holen, weil so ja. Und ich, wir haben uns ja so ein bisschen schon in der Vorarbeit getätigt und... Da ist noch ein Energiepopel, den nehme ich mal mit, ein Erbauungspopel. So. Ich habe aktuell 32 Level. Ah, warte mal, bevor wir das machen, guck ich mal eben. So. Kannst du auch schon mal gucken. Ah, Laura wurde vom Skelett erschossen. Hoffentlich war sie noch nicht so weit weg. So, was denn, Zoe? Nichts, alles gut. Na gut. Ich hab grad nachgeguckt, weil in der Woche mache ich jetzt Geld, das Inventar behalten, alle weil es raus. Ach so. Deswegen habe ich geguckt, ob ich alles wieder ausgemacht habe. So, dann hole ich mir mal was Goldenes. Müsste es bei mir mal aus haben. Und dann ganz viele Spitzhacken und... Ach nee, wollen wir erst die Rampe, die wir gebaut haben, den Überweg ausbessern? Ich bitte dich, mein neuer Spawnpoint war 15 Blöcke entfernt. Hab alles wieder. Aber die 27 Level, ja, das ist ärgerlich. Das ist dann wirklich wieder ärgerlich.
So. Auf jeden Fall sind wir jetzt endlich beim richtigen Stream gelandet, so wie er sein sollte. Und da bin ich schon froh drüber. Eisenschuh lasse ich dann hier. Ja, kannst du ja. So, nehme ich auch noch eine Schaufel mit. Müssen wir noch Schaufeln allgemein mitnehmen, oder? Wir können auch da welche vor Ort fertig machen. Ja, gut. Eine nehme ich mit auf jeden Fall. Ach ja, Gold haben wir gesagt. Ich habe auf jeden Fall den. Ja, einmal fürs Beta. Habe ich hier noch irgendwas für Gold? Ich noch irgendwas mit Gold gehabt. Gold brauchst du jetzt auch nur fürs Beta. Ja, darum ja. Goldene Schuhe reichen ja eigentlich auch. Da sind sie doch schon. So, habe ich schicke Schüchen. Ja, brauchst du. So, zack. So, im Nether können wir trotzdem abschmieren, von daher nicht das beste Equipment mitnehmen. Das Einzige, was wir im Nachhinein noch machen müssen, ist einmal die Wege zu Cobblestone umtauschen. Ja, ich habe jetzt Cobblestone bei. Dafür ja, jetzt aber ich würde das jetzt nicht machen wollen. Ja, dann lasse ich das Cobblestone. Soll ich das dann hier lassen? Warte. Lauf mal ganz durch. Ja, gut. Man sieht den riesigen Bahnhofdach von Weitem. Ja, das riesige Bahnhofdach. Nicht durchlaufen durchs Portal. Nein, ich stehe doch hinter dir. Da. Gut, dann kommt da so lange der ganze Koppel rein. Ist ja Gott sei Dank nur, wie man sieht, nicht viel. Nein, natürlich nicht. Na, so. Komm. Gut ist. Gehen wir nochmal zusammen durch. Rückwärts. Rückwärts, gut. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wie gesagt, Monster waren anders gesagt, ne? Das Einzige, wovon wir getroffen werden können, ist von oben. Also Gast. Gasttechnisch. Wollte gerade sagen, dann hoffen wir mal, dass hier keiner ist. Ich hab schon einen gehört. Ja, ich auch, deswegen. Okay, da ist einer auf uns sauer schon. Ich laufe da jetzt einfach mal willkürlich immer geradeaus, so schnell wie ich kann. So. Lauf einfach. Ja, ja. Ich hab keine Ahnung, wo der war. Ich auch nicht, aber wenn er schon ruhig sagt, dann wird's gefährlich. Eingebaut war er hinten, kaputt gemacht. Ne? Ich glaube, das liegt daran, weil ich dieses Mob-Dings da aus habe. Da ist er also. Warst du denn schon durch als vorher? Ja. Und wann bist du denn an mir vorbeigelaufen? Nein, ich bin hier an mir vorbeigelaufen. Ich wollte es gerade sagen. Ich bin hier in Indien. So, und schon sind wir im Mesabion. Und wie man sieht, 1400, 1800 Blöcke, das ist ein bisschen viel zu Arsch. Ja, da hat das der Trick gut gefruchtet, dass man durchs Nether läuft. So, das Zoe hat hier auch... keine 1000 Blöcke, die das laufen. Ja. Das war hier und ist die Mine. Und wenn man jetzt hier drauf gehen würde, oben, das habe ich den Jack gestern schon gezeigt, geht es in zwei Richtungen, kann man Sand fahren. Also, wenn wir Sand brauchen für irgendwas, sind wir auch hier schon ganz gut dabei. Also runter. Geh ja. Über rechts hier, wo ich gerade lang kann. Ja, ja, ich mach das schon. An der Lore da vorne war ich schon. Ja, das ist doch gut. Ja, Fackeln haben wir jetzt natürlich wieder nicht mitgebracht, aber ich denke mal, du hast... dabei. Ja, guck. So, dann mache ich jetzt heute einfach mal hier den Aufpasser und schieß alles ab, was dir zu nahe kommt. Weil ich denke mal, hier werden... Ich mache auch mal jetzt mal lauter. Fürs Intro mache ich auch immer leiser. So, wir können sowieso schon mal gucken, dass wir hier ein Zwischenlager reinbauen irgendwo. Weil ich will auch hier die Dinger wegnehmen, damit wir wissen, wo wir schon waren. Ja, ist doch kein Problem. Also hier geht's runter, aber ich bleib jetzt erstmal bei Zoe. Stell dich mal exakt hier hin, wo ich stehe. Exakt hier hin, wo du stehst, ja. Und sag mir mal bitte die Koordinaten. 1424, ja. 41, 1887.
1887. Okay. Richtig, 1887. Hätte ich ja, auch sagen dass können. Wir wissen, wo wir rauskommen. Ich bin vergesslich, was sowas angeht. Ja, ja, ist kein Problem, kein Problem. Ich mache mir normalerweise für solche Fälle mein Logbuch, aber ich habe das Bild sofort extra ein Logbuch anzulegen. Ja, ist alles okay. Aber hier schon mal Kohle, die könnte ich schon mal abbauen. Ach so, nicht. Ja, ich für Kohle nehme ich eine normale Spitzhacke mit Stein. Ja. So hochwertig ist die Kohle ja auch nicht, aber man braucht die Glücksspitzhacke, ein bisschen mehr. Ja? Habe ich die überhaupt dabei? Muss ich mal gucken. So, Diamant, Haltbarkeit, Effizienz. Hallo? Diamant, Effizienz und das neueste vom neuesten Glück. Okay, nehmen wir die Netherit-Glück. So. Aua. Sorry. Brauchst du Hilfe? Die wollte ich nicht hin. Ich bin runtergefallen. Ah, das muss ja nicht sein. Ja, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich muss hier gucken, dass ich wieder hochkomme. Hochstecken hilft. Ja, wenn man mal Blöcke hätte. So hochstecken und so. Also ich würde ja sagen, so links und rechts von dir ist überall Cobblestone. Damit kann man sich hochstecken. Ja, aber gerade war neben mir Kies. Ja, das ist natürlich dann ärgerlich. So. Das habe ich hier mal eben weggeschwemmt alles. So, Ressourcen sparen da. Warte mal. Ja, genau. Ich wollte es auch gerade machen. Da war er gut. An der warst du schon dran, hast gesagt, ne? Deswegen, wir werden irgendwo gleich ein Zwischenlager einpacken. Jemand, der nicht drauf ist. Sonst haben wir das ganze Inventar allein nur mit Holz voll. Ja, das ist dann ja nicht Sinn der Sache. So. Hier runter, denke ich mal, ne? Ja, anders geht's nicht. Gut. Ich brauche einen Weg runter. So, ich nehme schon mal Bogen in der Hand für alle Fälle. Lauf mal vorbei und ein Skelett hast du recht, Jack. Ja, das habe ich nicht kommen sehen. Mal hier gucken. Okay, hier sind tote Arme. Ja, auch wenn es tote Ärme sind im Endeffekt. Trotzdem werden wir das Holz da abbauen. Ja, ich bin schon dabei. Ich baue dir das Holz schon ab. Solange meine Axt hier noch mitspielt, mache ich damit. Ich habe mir verzauberte Behutsamkeit. Braucht man zwar nicht, habe ich aber irgendwie drauf gekriegt. Keine Ahnung warum. Ja, ist ja alles okay. Und effizient. Fehlt die Haltbarkeit noch drauf. Das musst du mal auf eine Holzspitzhacke kriegen. Das ist natürlich die Königsdisziplin. Auf eine Spitzhacke? Holz. So, ja. Holzspitzhacken verzauber ich generell nicht. Also es gibt Sachen, die verzaubere ich nicht und das zählt eigentlich dazu. Ich würde ja sagen, wir leuchten besser jetzt mal alles aus hier. Okay, da geht's runter. Ich höre schon irgendwas. Gut, dass das gegenseitige Töten ausgeschaltet ist. Das ist was? Gegenseitige Kaputtmachen ausgeschaltet ist. Aber so wissen wir, dass wir in den Gängen schon drin waren. Das ist der Vorteil. Ja, ja. Das und so meistens normalerweise immer. Dass ich die ganzen Dinger mir abbaue, dann weiß ich, okay, da war ich schon. Da brauche ich jetzt nicht nochmal hin. Hier ist Eisen. Ja, das ist schon mal gut. Also Laura, hier haben wir auch ein paar Mineralien. Ja, wie gesagt, wir farmen ja auch für die Allgemeinheit. Wir farmen ja nicht nur für uns selber. Ja, eben. Und das habe ich gestern oder was auch mal beim Valianz im Stream gesagt. So, das war meine Axt. Meine Axt um 30, habe ich noch eine vielleicht zufällig? Nee. Okay. Schatz, du hast sie. Dann übernehme ich. Holz. Ja, ich kann mir hier alles bauen.
Holz und Stein, farm Stein, farm dir Holz, dann hast du auch wieder eine Axt. Ganz einfach. Hier Werkbank kann ich dir hinstellen, musst du einen Moment warten. Ja, ja, alles bevor gut. Bevor du dir eine selber als gebraucht hast. Alles gut. Werkbank kann ich dir geben. Alles hier. Gut. Warte, ich baue dir eben das Eisen ab. Ja, dann mache ich erstmal ein paar Sticks. Mit Sticks fängt alles an und endet alles. So, mache ich mir auch sofort noch ein paar Fackeln dabei. Warum wollte ich die Idee nicht in den so. Du hast doch Dings gerade abgebaut, ne? Mhm. Was Dings? Oh, hey. Da. Aua, warum immer mich? Warum immer mich als erstes? Da, pack deine Kohle da rein. Jo. Irgendwie ist hier ordentlich was los. Wenn ich schon die Geräusche höre, kriege ich schon wieder hier Nackenhaare, du. Ach, Quatsch. Mach ich mir erstmal ein paar Holz, Äxte. Brauchst du gar nicht. Ja, ich weiß, ich kann auch aus Eisen machen. Wenn du das Eisen fertig ist, dann kannst du sofort Eisenäxte machen. Ja, dann habe ich aber auf jeden Fall auch ein paar Cobblestone-Sachen, damit ich mich stacken kann zur Not. Jetzt warten, bis das Eisen fällt. Ich denke auch zwei Schritte weiter. Ich denke auch zwei Schritte weiter. Ich denke auch zwei Schritte weiter. Also. Man muss das Inventar nicht unnötig voll machen. Das Problem ist, ich kann noch keine Dings setzen, noch keine Ender-Chest. Wir können uns leider nicht hinlegen. Genau, wir haben leider kein Bett. Wollte noch Spawnpunkt setzen. Achso, okay. Dann ja, guck mal. Dann. So. 8 sind schon fertig. Warte ich noch, bis die anderen fertig sind. Derweil trinke ich mal einen Schluck, weil man muss ja immer mal was trinken. Ihr kennt mich ja mittlerweile, ne? Sollte ich eigentlich auch mal so als Dings machen, ne? Trink mal einen Schluck oder sowas. Bloß dann bin ich ja irgendwann die ganze Zeit nur am Süppeln. Also man hört die Monster und weiß, es geht gleich los. Und dann darf man nicht los, weil man erst noch warten darf. Ist doch alles ein Ärgernis. So. Dein Ernst? Was? Ja, eine Spinne. Zwackt mich einmal. So, 16, 17 sind schon fertig. Kann ich mir schon mal eine Axt machen. Könntest du schon mal überlegen, wo wir es zwischen da reinhauen. Ja, gucken wir mal. Ne? Ich fange mal hier oben an, das alles abzuholzen. Ich fange mal hier inzwischen da reinzubauen. So. Also hier muss irgendwo der Spinnenspawner sein. Weil mir jetzt schon zwei von den Spinnen entgegengekommen sind. Und hier ist noch eine Lore. So, wo kommt die Spinne her? Da vorne. Da läuft sie rum.
Da wollte eine laute Party machen. So, kommt erstmal der ein. Ey, lässt du mich wohl in Ruhe? So, an wie sehen, damit ich abschießen kann. So. So sieht das aus. Noch einer. Sie muss irgendwo ein Spawner sein, entweder über mir oder irgendwo anders. So, erstmal das Holz alles weg. So, erzähl mal was. Alles so ruhig hier heute? Sind wir hier bei der Beerdigung? Ist doch nichts los. Frage an die Zuschauer. Was macht ihr denn morgen so Schönes? Ich habe morgen das erste Mal wieder Training. Nächste Woche Sonntag werde ich kein Training machen. Das habe ich mir schon beschlossen. Okay. Du hast eine gute Wüste auf fast schon. Ja. Dann aber hier so ein kleines Zwischenlager schon so eingebaut. Ja, ist doch in Ordnung. So. Eisen gefunden. Das ist gut. Eisen ist immer gut. Vitamin. So. Okay, was sind soll hier viele Spinnen, aber kein Spawner. Das macht einen so ein bisschen randösig, ne? Ich habe mal wieder eine Lore entdeckt mit, ach, da ist auch Eisen drin. Soll ich auch Antriebsschienen und so mitnehmen? Ja. Ja. Gut. So, Detektorschiene. Goldapfel ist, glaube ich, für Laura recht interessant. Oh, für uns. Ja, für die Dorfbewohner, wenn wir die umbringen wollen. Darum ja. Also Spinnweben, die lasse ich mal hier. So, Samen brauche ich jetzt auch gerade nicht. Auf jeden Fall mache ich hier jetzt noch die Sachen weg. Aber die Lore selbst und so brauchen wir jetzt nicht, ne? Kannst du stehen lassen, notfalls. Gut. Ich habe sie jetzt zweimal mit abgebaut, aber eigentlich brauchen wir sie nicht. Ich wollte es gerade sagen, wir können die ja irgendwann nochmal zur Not selbst abholen. Nee, wir brauchen normale Loren hinterher. Ja, dann passt das schon. Fühlt sich hier wie Indiana Jones auf seinen letzten Zügen hier. Da kommt dies hier übrigens auch ein neuer Film raus, ne? Ja. Aber ich glaube, Fast and Furious auch. Aber irgendwann denke ich mir auch, es ist schön, wenn man die alten Stars dann nochmal in ihren Rollen sieht, aber wenn man dann fast 80-jährigen Indiana Jones Darsteller an der rumhüpfen sieht und denkt, weiß ich auch nicht so, wie das, was ich davon halten soll. Manchmal ist es aber auch so, manche Male sind die Dinge einfach, die Drops gelutscht einfach. Ja. Klar, es ist natürlich von den Schauspielern immer noch eine hervorragende Leistung, dass sie das im hohen Alter schaffen. Aber gut, wenn man da zum Beispiel, ich sag nur im Vergleich, den letzten Rocky-Film, Spawner entdeckt. Wenn man jetzt den letzten Rocky-Film da sieht, ja, das mache ich auch mal. Und weiß, Stallone ist so und so viele Jahre alt und dies und das. Und der noch rumhüpft, im nächsten Dings rennt er dann rum und schleicht wie ein fußkrankes Eichhörnchen durch die Gegend. Dann denkt man sich auch, lass es sein, ne?
Ihr habt genug gearbeitet auf eine Art. Aber wenn man das jetzt mitkriegt mit Bruce Willis, mit der Alzheimer, nicht Parkinson, ja. Alzheimer. Ja, das hatte ich auch mitgekriegt. Ist natürlich schade. Das wünscht man niemanden. Und ja, dementsprechend sollten sie dann auch irgendwann mal sagen, komm, reicht, ne? Aber dann sind sie wahrscheinlich so gehypt und sagen, na, das Geld nehme ich noch mit und so. Sollten sie aber dann besser nicht machen, finde ich. Klar, Geld ist nie verkehrt, das brauchen sie alle. Und brauchen auch wir alle. Ist normal. Ja, brauchen in der heutigen Zeit kein Geld. Ja, ja. Aber wenn es dann halt nicht mehr geht, dann sollte man mit Würde abtreten. In dem Fall. Und sich selbst eingestehen, pass auf, ich kann es nicht mehr, also lass ich's. Ich sage ja, ich möchte hier nicht auch noch mit 70 oder 65 oder sowas hier am Tablet sitzen. Oh. Und ja, okay, den aber Max ich sag machen, mal ne? So, wenn du irgendwann das Ding, das für den PC hast, dann sitzt du ja auch nicht mehr am Tablet. Ja, ja. Also das ist jetzt, ich sag mal klar, irgendwo kann ich dich verstehen, aber auch irgendwo auch nicht. Nee, ich habe Angst, dass ich irgendwann hier ende, indem dass ich mich hier lächerlich mache mit irgendwelchen Spielen, die ich nicht hinkriege, falls es nicht mehr klappt und dies und das. Dementsprechend möchte ich dann vorher auch Stopp machen, ebenso auch mit Büchern und alles Mögliche. Wenn ich merke, ich kann es gesundheitlich nicht mehr, dann, oder es hat keinen Erfolg mehr, es macht mir keinen Spaß mehr und so, dann lasse ich's. Weil ich möchte Sachen machen, die mir Spaß machen, und wenn ich jetzt keinen Spaß mehr dran habe, das merkt man doch auch. Wenn du allgemein keinen Spaß an der Sache hast, solltest du es nicht machen. Deswegen, ja. Und jetzt, mir macht es noch Spaß aktuell, von daher bin ich auch noch mit hierbei. Und ich denke mal, es wird dann auch jeder verstehen. Es gibt auch Sachen, sag ich ganz ehrlich, da habe ich dann auch manchmal so dieses, ne, dass ich keinen Bock habe. Ja, das gibt's bei mir auch, aber ich bin aber nicht so und sag ja, ich habe. Ah, Dias, cool. So 100% keinen Bock. In der Lore oder im Wald? In der Lore. Die tausche ich auch mal direkt ein. Ja, yeah, das mache ich auch. Ich habe jetzt nur gegen Schießpulver vom Creeper eingetauscht, die Dias. Also die Loren, die ich leere, die sind komplett leer. Ja, das klingt vernünftig. Was leer ist, leer. Genau. Vollkommen richtig. Eventuell findest du in den Loren zwischendurch mal ein bisschen Holz, wenn ich dran war. War so viel Holz. Ich pack die ganze Zeit das Holz da rein. Ja, dann ist das okay, dann kann man es so machen. Das geht da, das geht da. So. Bist du denn heute richtig fit, Zoe? Was heißt richtig fit für dich? Ja, fit, wach, ausgeschlafen. Geht. Oder bist du so... Okay, da ist bestimmt irgendwas noch am Kochen. Eisen in der Wand. Nehmen wir doch mal mit. Ich hab ja auch noch einen Spawner. Ja, ist doch gut. Na komm, ich bin hier mal rum. Und hier geht's in eine kleine Höhlennische rein. Ja, höhletechnisch will ich nicht machen. Nee, nee, ich bin jetzt auch erstmal nur lediglich hier das Holz wegzumachen und alles.
Hier wird wahrscheinlich gleich ordentlich Kies runterkommen dabei, aber das kriege ich auch noch weg dann. Das wird dann jetzt bei der nächsten Biegung wahrscheinlich sein. Oder hier war mein Spoiler, hier ist kein Spoiler mehr. Wenn es so eine Seitengasse ist, dann reicht der. Dann habe ich den schon weggemacht. Das war dann der Spinnenspawner. Dann habe ich den schon in Chaos gemacht. So. Den kannst du gar nicht weggemacht haben, weil hier das komplette Holz noch steht. Und wenn du hier ja gut, dann war ich das nicht. Sein. Dann war ich das nicht. Da hast recht. Ja. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass das jetzt noch geklappt hat mit dem Spiel, dass wir doch noch live gehen konnten. Ja. Oh, über uns ist auch noch eine Höhle, beziehungsweise ein Schacht, ne? Du, hier werden komplett viele Schächte sein. Ich wollte es nur schon mal gesagt haben. Werde ich mal ein bisschen rumtüfteln dann. So. So, jetzt bin ich dann praktisch einmal über uns. Sollte auch mal direkt mal ein bisschen hier ausleuchten. Oh, okay. Jetzt habe ich mich kurz erschrocken, weil es bei irgendwie so ein als ob es gerade geblitzt hätte bei Zoe. Ja. Ja, so ein Lichteffekt war ja gerade. Ich habe geschossen. Ach, deshalb. So. So, ist denn hier über uns noch mehr, oder? Nee. Scheint keine Mine zu sein, kein Gang. Okay, irgendwas hat jetzt geschossen. Warst du das? Nein. Okay. Ich bin gar nicht bei dir. Dann wird hier irgendwo ein Skelett das sein. Das wusste ich. Wie soll ich dir auf dich geschossen haben, wenn wir uns... Nee, ich habe einen Schuss gehört, deswegen... Okay, ja, aber wie soll ich geschossen haben, wenn ich nochmals ansatzweise bei dir in der Nähe bin? Na, herrlich. Ist ja komplett auf der anderen Seite wie als ich. So, der tut keinen mehr was. Aber wir wollen jetzt auch nicht auf Höhlentour gehen. Das war jetzt Selbstschutz. So. Bisschen ausleuchten hier unten die Geschichte. So, dann wird es auch sofort ein bisschen ruhiger. Hier ist auch noch ein Gang. Passt doch. Ja, yeah, der Rabe will den Udo hören, dann kriegt er den auch mal voll auf die Ohren, yeah. Na Rabe, alles panikhaft oder alles cool? Das kannst nur du mir sagen, damit ich reagieren kann, yeah. Aber wäre schön... Ja, sorry, was ist schön? Du hast wahrscheinlich jetzt ein Dings bekommen, ne? Ja, ja, sonst hätte ich nicht den Udo gemacht für den Raben, für unsere Nummer 69 des Herzens, ja. Yeah. Du solltest dem im Nachhinein aber noch Gedanken machen, wie lange du es machen möchtest.
Ja, so lang wie ich kann. So lang wie ich kann, ist der Udo dran. Yeah. 2 Minuten auf der 5 Minuten. Eine Mischung aus beiden. Ja, es geht nur darum, ne, dass du für dich selber sagst, okay, ich mach das dann 2 Minuten oder ich mach das dann 5 Minuten. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Nach dem Motto, nachher mache ich eine Stunde lang den Udo und dann kommt der Holländer nicht mehr zum Nuscheln, ich weiß. Nö. Wäre ja fatal. Ich würde das alles gleich aufteilen, ne? Ja. 5 Sätze das, 5 Sätze das. Dann habe ich einen Aufsatz hinterher. Ich weiß ja, was du meinst, Zoe. So, jetzt kann ich mir erstmal gleich eine neue Axt machen. Holz habe ich ja genug. Aber es passt, wenn die jetzt kaputt geht, dann kann ich das Holz sofort einsammeln. Ja, wo ist Eisen? Ja, ja. Weil ich hatte alleine vorhin 35 Eisen reingetan in den Ofen. Ja, guck mal, das ist doch gut. Für dich. Und ich habe noch ein paar Ofen im Inventar. Du hast noch ein paar Ofen im Inventar, sagst doch. Siehste, zack. Okay. Deswegen, ich würde das gar nicht auf die passt. Steindinger gehen, ich würde sofort auf die Eisen. Ja, habe ich auch gemacht, habe ich auch gemacht. Sammle ich das ganze Holz von hier oben ein. Ich bin bei mir so drüben soweit fertig. Habe ich eigentlich jetzt schon 2 Eisen? Doch, ich habe mir noch ein paar Äxte gemacht, passt doch. Dann ist ja gut. Da wusste ich jetzt gerade nicht Bescheid. Ja, aber ich freue mich natürlich, dass der Rabe die Sachen einlöst. Könnte ich auch, wenn ich im Shit drin wäre. Ja, stimmt, das könntest du auch. Frage, steht eigentlich irgendwo Ziel oder irgendwas bei mir im Stream? Ich kann den Stream jetzt gerade nicht sehen. Weil ich habe ja die Ziele gesetzt. Ne, steht da nicht? Schade. Das steht bei dir im Dashboard wahrscheinlich. Ja, im Dashboard auf jeden Fall. Müsste im Dashboard stehen. Ja, gut. Aber gucken wir doch einfach mal, wie lange es gut geht hier jetzt in der Höhle. Aber ich freue mich natürlich, dass jeder hier ist, der hier sein möchte, der Kanalpunkte einsammelt, umso lustiger wird es. Ja, da oben ist noch Kohle. So. Die muss ich natürlich noch mitschleppen, habe ich gehört. Oh! Okay, hier machen wir gleich dann zusammen weiter. Das heißt, Zoe hat irgendwas Interessantes gefunden. Höhle. Du wirst keine Höhle drum machen, denke ich. Ja, mit Minen noch Anteil. Ach ja, dann. Dann geht das ja. Ja, sonst hätte ich jetzt nichts gesagt. Mhm. Das ist jetzt mit Minenanteil, da kannst du ruhig da auch mitmachen. Dann kannst du ruhig auch mal mitmachen, du fauler Hund. Ja, gut. Ja, es geht doch bruchtiefen Schieferebene runter. Ach ja, dann könnte es vielleicht sogar zum Deep Dark führen. Ne, das muss nicht sein. Dafür brauchst du dieses Skype. Nein, das muss nicht sein. Das ist doch sowas wie kein. Dafür brauchst du diese Skype Blöcke. So, muss ich jetzt mal diese schwarzen. Wird. Genau, erstmal was essen hier. So, was schmeiße ich als nächstes weg für die Kohlenstücke? Ja, komm. Ja, versuch mal so, Kohle zu braten, ist klar. Ja, brate doch mal Kohle, Zoe. Das ist eine gute Idee. Ja, komm, brate Kohle. Zoe, tu dir keinen Zwang an. Ach, Quatsch. Ich sag zu Zoe noch, komm, brat dir eine Kohle. Brat dir eine Kohle. Und sie macht's doch nicht. Ach, ist das schlimm. So. Jetzt haben wir genug Kohle gebraten. Und jetzt backen wir uns jetzt ein Eis und dann ist das auch gut. Na, wer Kohle brät, muss auch Eis backen können. Das sag ich immer wieder. Ich sag ja auch immer, wer Joghurt will, muss Kühe schütteln, ne? Ganz einfache Geschichte. Okay, das muss ich hier noch abbauen, aber erstmal packe ich jetzt die Kohle in die nächstgelegene Lore. Die müsste ja hier um die Ecke gerade sein. Ja, da ist sie doch. So, ganze Holzgewürgel.
hin. So. Dann sammle ich jetzt den Rest hier ein und dann bin ich hier mit Holz looten, wie es so schön heißt, ja auch schon fast fertig. Mhm. Zumindest für die Ebene hier. Na, gehst du wohl. Also ich brauche jetzt nur noch eine Widerspenstig. Höhle. Ich bin soweit fertig. Ja, guck mal, ist doch gut. Ich brate. Du brätst Kohle, ja, das ist okay. Das bratst du mal Kohle. Du bratst Eisen, ja gut. Ich brenne Eisen. Sie brät Eisen, sprich Schmelzkäse. So, zack, damit sie ein bisschen freundlicher ausschaut. Irgendwo unter mir oder neben mir ist da irgendwie was, weil hier wird geknurrt ohne Ende. Soll ich mal zu dir rüberkommen? Ja, wenn du möchtest. Bring Eisen mit. So, hier habe ich jetzt, glaube ich, alles soweit fertig gemacht. Aber guck mal, ich bin ja schon bei dir. Ich habe ein bisschen mehr Licht machen können. Ne? Das Eisen, bitte schön. Ja, danke. Ah, hier ist doch noch Holz. Ich war hier nicht, du warst die ganze Zeit hier vorne. Tja, hat hier das Holz nicht weggemacht, ich glaub's ja nicht. Damit habe ich nichts zu tun, ich war die ganze Zeit nicht hier vorne. Ja gut, ich war ein bisschen ein paar Kilometer weiter hinten, aber ja, ist okay, rechts. Ist okay. Ich war da komplett. Ich hab da alles auseinandergenommen. Ja, ich habe da vorne alles geplättet, was zu plätten geht. So, habe ich denn jetzt noch irgendwas, was ich... Ja, immer im Weg stehen, das ist wie immer typisch. Ja, ich habe die Kohle da rausgenommen. Ja, ich wollte jetzt Kohle reintun und Eisen reintun. Nee, komm her. Die klassische Absprache. Kannst du mal so, oh, ein Raid. Hallo Team Time! Drei Leute, hey, herzlich willkommen! Na, alles gut bei euch? Wie war euer Stream? War Metal Queen. Ein Treffer-Raid. Ja, da freue ich mich doch. Da sage ich vielen Dank für den Raid. War Metal Queen. Ja, ja. Und alles gut bei euch? Was habt ihr denn Schönes gemacht? Wieder Hogwarts oder wart ihr schon eine Spur weiter? Weil ich glaube, ihr wolltet ja noch irgendwas anderes machen, ne? Gut, jetzt essen und dann legt Tobi noch mal los. Ja, guck mal, das ist doch schön. Dann auf jeden Fall guten Appetit, ne? Und Essen gehört dazu, das muss man machen, da habt ihr recht. Und was macht er denn gleich Schönes? Hogwarts, okay. Und jetzt geht's dann mit Sons of the Forest. Oh, hört sich schon gut an. Sons of the Forest sagt mir jetzt nichts. Aber vom Namen her ist es schon ganz gut, doch. Das ist doch schön. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Da freue ich mich doch. Guckst du mal eben? Ja, sorry. Das ganze Holz und oben packe ich das komplett andere. Mhm. Ja, warte, guck mal hier, sorry. Dann habe ich hier noch was Schönes für dich. Ja, das wollte ich dann sagen. So. Oh, danke fürs Follow. Von wem? Olympi. Ja, danke, danke. Olympics. Ja, vielen lieben Dank fürs Follow. Freue ich mich doch. So, so, ich habe hier auch mal Kohle und alles mit reingepackt, ne? Mhm. So, das haben wir hier alles, ne? Das ist gut. Ah, ist doch schön. Noch ein Follow. Dankeschön. Wo? Sehr dann. Gut, oh, Laura. Sehr gut. Danke, danke. Laura hat auch Dias gefunden. Laura hat auch Dias, das ist schön. Ja, ich muss jetzt gerade auf 3-4 Sachen gleichzeitig achten. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber freue ich mich doch. Auf jeden Fall vielen Dank für die Follows und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß hier bei uns auf meinem kleinen, feinen Kanal mit dem Zoe zusammen hier, mit dem Engelchen. Dem Zoe-Engel. Ja, ich sehe schon, das sieht gut aus. Ja, dann geht's jetzt woanders hin, ne? Wo bist du denn jetzt? Ach, da. Ich bin ein bisschen mit dabei. Ja, ist doch in Ordnung. Nebenbei ist auch gut. Lass ich nichts anderes gelten, als dass es gut ist. Ach, wo war das denn? Ach, nee, das war hier gar nicht.
okay, sorry. Ich bin hast dumm. Hast du nebenan dir eine Lore aus der Wand gebuddelt und drauf gemacht? Ja, das ist schön. Da die habe ich nicht ausgebuddelt, die hatte ich reingeschoben, dadurch, dass ich Wasser gesetzt hatte. Ja. Ja, obwohl es heute ja. Ja. Auf jeden Fall sah es eben nicht so gut aus. Wir haben jetzt 46 Minuten dran gebraucht, bis wir den Stream richtig am Laufen gekriegt haben. Ja, ich sehe schon, sieht oieiei, herrlich. Wird einem ja ganz anders bei. Ne, bis wir in die Aktualisierung geschafft haben und alles, dass wir mit bei Zoe auf der Welt drauf kommen. Naja. Auf jeden Fall hat es dann noch geklappt und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass so viele neue dabei sind jetzt. Und ich hoffe, ihr habt alle, wie gesagt, ein bisschen Spaß hier. Und ja, wenn ihr Fragen habt, haut rein, ne? Wenn ihr Fragen habt, immer reinhauen. Ich freue mich darüber alles. Ist ja gar nicht böse. Was ist gar nicht? Ach so, nein. Ist nur ein Katzensprung. Ist eine große Katze, aber Katzensprung halt. So. Dann machen wir jetzt erstmal das Holz weg, oder was hast du gedacht, Zoe? Ist halt die Frage, ob wir das ganze Holz einsammeln. Weil das fällt jetzt ja schon extrem tief runter. Ja, ja. Müssen wir mal gucken, ob wir da unten noch hinkommen dann. Erstmal machen wir es jetzt ja auf der Ebene, würde ich sagen. So, auf jeden Fall kann ich dann jetzt auch Teamtime hier begrüßen. Und wenn der Tobi gleich noch loslegt, dann ist das doch auch schön. Warm, also ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Ich kenne doch meine Freunde hier und meine Leute. Wir sind ja praktisch alles irgendwo eine große Gamer-Familie, finde ich. Oder in dem Fall Streamer-Familie, wie man es sehen möchte. Gut, kann auch sein, dass jemand das anders sieht. Genau, bunt gemischte Truppe. So soll es auch sein. Ohne bunt geht es hier nicht rund. So einfach ist das. So, jetzt haue ich mal hier die ganze Holzapparatur weg. Hm, wo ist Laura? Ist jetzt auch hier? Eine Lore. Achso, eine Lore. Ich habe Laura verstanden. Ich sehe schon. Okay, das war jetzt mein Gehör, was jetzt gerade kaputt gegangen ist. Brauchst du Hilfe, Zoe? Ja, versuch mal mit einer Schaufel eine Spinne umzumieten. Das geht, du musst nur fest genug zuhauen. Oh, ich habe hier einen Spawner gefunden. Den werde ich mal sofort... Den werde ich mal... Moment, machen wir erstmal hier das Zeug weg, so. Und dann kommt der Spawner weg. Zack. Dann passiert hier auch nichts mehr, außer hier sind noch mehrere versteckt, was ich nicht hoffe. Nee, anscheinend nicht. Aber hier knurrt es auch noch ein bisschen auffällig, also wird hier noch irgendwas sein. War jetzt bei dir geschossen, oder? Ja, geschossen, ja. Ja, okay, wenn du es bist, dann ist das in Ordnung, dann weiß ich Bescheid. Ah, ich hoffe, dass wir mal alle zusammen irgendwann mal wirklich so ein riesen Streamer-Event hindengeln. Da würde ich mal Spaß dran haben. Na, ist hier schon... Ja, hier ist nichts mehr drin, das ist gut. Ja, ich bin neben dir. Ich bin jetzt von oben, von der einen Seite aus hier runtergehüpft. Noch eine Fackel hier hin. Zack. Aber wenn Metal Queen gerade noch da ist, kannst du ja mal ein bisschen erzählen. Um was geht's denn hier bei Sons of the Forest? Hört ja so schon so ein bisschen an wie Holzfäller oder irgendwie Abenteuer-Game oder irgendwie sowas. Klingt so mit... Oh, ja, jetzt haben wir gesprungen. Alter. Oh, so Hilfe. Nö, nö. Dann kommen wir wieder zurück und dann raus. Der macht nichts mehr, glaub mir. Okay. Der wollte, aber der wollte nicht genug. Ja, wenn du Hilfe brauchst, dann sag Bescheid. Ja, ja. Wir sind ja jetzt relativ nah beieinander. Ach, zum Glück gehe ich noch ein bisschen gesneakt und dann geht das auch. Ist doch alles kein Problem.
Ich kann mich verteidigen. Ich weiß, wie ich um Hilfe rufe. Ich weiß, wie ich heule und jammer und wie ich kratzen und beißen muss. Also ein bisschen Hilfe kann ich mir schon sehr ein bisschen helfen. Ein bisschen Hilfe kann ich mir selber helfen. Ey, das ist wieder ein Deutsch bei mir. Du bist Deutsch. Sehr gutes Deutsch, mein Schatz. Ja, ich geb meine Mühe, ne? Ich gebe meine Mühe. Und dem Bestes auch. Ganz einfache Geschichten. Leute, die jetzt gerade reinschauen, die denken auch, was ist das denn für ein komischer Vogel? Ja. Aber so bin ich nun mal. Ach. Selbst wenn... Heute ist Samstag, heute darf ich ein bisschen bekloppt sein. Dir sollte eigentlich egal sein, was die Leute über dich denken. Ja. Ganz egal ist es mir natürlich nie. Nein, ja? Mir ist es auch nicht immer egal, was die Leute von mir denken. Aber irgendwo, sag ich mal, hast du auch so einen Punkt, wo du selber sagst, ne, mir ist es egal, was die Leute jetzt gerade in dem Moment von mir denken. Zur Not singe ich das Marie-Lied und fertig ist. Ja, ich bin hier gerade runtergegangen, sorry. Du bist ganz bei mir in der Nähe. Genau, das muss ich noch demnächst als Soundalert reinmachen oder sowas, das Marie-Lied. Nach dem Motto, Jack, sing das Marie-Lied. Aber ich glaube, dann ist das der Punkt, wo du sagst, dann bin ich erstmal für einen Moment raus. Dann antworte ich erst gar nicht. Ja, oder das. Warum bin ich jetzt hier runtergeputzt? Egal. Dach. Bevor du explodierst, bring ich dich um. Soll ich mitkommen? Soll ich da Händchen nehmen? Ach, sieht das hier herrlich aus. Da schon mal einen Weg rein. Überhaupt nicht lebensfeindlich hier. Da ist noch ein Creeper. Weil mein Inventar ist voll. So, der Creeper ist nicht mehr. Warte mal, ich mach mal kurz ein bisschen hier den Runner. So. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Beleuchtung. Das ist vielleicht schon mal förderlich. Ich muss mal eben. Du musst mal eben, ja, dann geh. Darfst du auch mal müssen. Ist doch okay. So, geh ich mal hier unten drunter. Ja, ist das hier herrlich. Schöne Ding, du. Recht interessant gelöst hier. Mhm. Ah, hier geht's auch noch weiter. Oh Gott, hier geht's auch noch runter. Ketten. Na, herrlich. Ich weiß nicht, wo du hin bist, aber passt schon. Ich bin hier ein bisschen drunter hergestiefelt. Oh, ich gehe gerade oben auf den Teil zur Truppenpläne. Spawner ist, aber hier ist kein Spawner. Ja, dann ist okay. Und wenn man jetzt hinten weitergeht. Da geht es dann tief runter und da ist dann auch noch ein bisschen, ja, eine Ebene, kann man sagen, eine Ebene. Und pack ich auch schon, ein bisschen Holz. Ich hatte ich vorhin gesehen, schon auch so höher. Ja, ist okay. Dann müssen wir uns erstmal runterbauen. Genau, das müssen wir uns erstmal verdienen, müssen wir uns erstmal runterbauen. Einfach irgendwie. Achso, wenn du bei dem Zwischenlager 2 bist, irgendwie reinpacken, die Klamotten. Ja. Das muss jetzt nicht extremst gut sortiert sein. Ja, ist okay. Zettel 2. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder neue Fackeln machen, sehe ich gerade. Oder habe ich hier noch irgendwo Fackeln? Nee. Ja gut, muss ich mir gleich noch ein paar Fackeln machen. Dafür hast du das Zwischenlager. Ja, deswegen, ja, das müsste ja alles gehen. Dass du hinlaufen kannst und dann das machen kannst. So. Crafte ich mir gleich ein paar und gut ist. Ein bisschen eine Kohle habe ich ja noch im Inventar drin. Und Fackeln, die sind ja recht schnell gemacht und die ergeben ja auch immer recht viel. Und der Loren sind teilweise ergiebig. Auch Fackeln. Ei. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen, so schnell. Wen? Der Kies, der von der Decke runtergeschossen ist. Okay. So.
Während so der ganze Trakt einstürzen kommen, fertig ist. Gönn mach fertig da. Stürzt mal der ganze Trakt ein, du. Das ist doch noch ein Skyfall. Außer du siehst es, wenn du an der Höhle vorbeigehst, Eisen. Dann ja. Ja. Aber ich habe mich noch, das, was das betrifft, ein ganz klein bisschen zurückgehalten. Ich komme mal zu dir. Ja, kannst du machen. Wie du magst. Ich weiß nicht, dass ich das Eisen gebaut habe. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, wenn du das Hogwarts spielen könntest, würdest du das auch spielen? Ja, vielleicht. Also antesten, anspielen würde ich Hogwarts Legacy auf jeden Fall. Okay. Weil ich kenne mich ja noch mit der Potter-Welt und so ein bisschen aus und es ist einfach mal interessant, die Sachen vor Harry Potter kennenzulernen. Mhm. Oh, das ist Gold. Aber wann und wie und in wie viel Maße ich das spielen würde, weiß ich noch nicht. Ob ich da auch so dann stundenlang da rumsüchteln würde. Wie ich mich kenne, kann das ganz schnell bei mir auch passieren, wenn ich dann einmal richtig im Hype drin bin. Es kommt, glaube ich, auch drauf an, ob auf Konsole oder bei PC. Bei Konsole kommt ja auch noch dieses Jahr. Über Switch, ja. Mhm. Aber Switch soll ja nicht so super toll sein. Nur eine gewisse... Ja, hat nur eine gewisse Power. Und wenn, dann soll sich das auch lohnen und ich möchte nach 10 Minuten dann rausgeschmissen werden, weil die Switch sagt, tut mir leid, der Akku ist jetzt gerade leer, wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis ich mal ein bisschen geladen bin. Da denke ich mir auch, dann bin ich jetzt geladen und lass die ganze Sache sein. Und das muss ja nicht, ne? Aber Kies kannst du ruhig mitsammeln, wenn du noch Kies und abbaust. Ja, du brauchst dich ja für Beton, glaube ich, ne? Ja. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen das Holz hier noch stehen lassen. Außer hier diese haben, die kann ich auch wegmachen, wegen der Fackeln, weil ich jetzt gerade keine mehr habe. Damit ich ein bisschen Beleuchtung habe. Ja komm, dann kann ich hier auch den Boden hier rausnehmen. So. So, dann haben wir das hier auch geschafft. Ja, hier habe ich, glaube ich, noch einen Gang hinter gehabt irgendwo. Hm? Sagt, da habe ich noch irgendwo einen Gang, glaube ich, auch hinter gehabt. Oder den habe ich schon gelootet, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, siehst du, das meinte ich gerade. Da war ich noch nicht dabei. Aber komm, ich kann hier mal eben die Gleise wegschwemmen. So. Ja, viel war da nicht, deswegen habe ich da jetzt nicht so unbedingt viel rausgenommen oder weggemacht. Ja, wie gesagt, ich mache halt das Holz weg, damit ich halt weiß, dass ich hier schon war. Ja, das hätte ich dann ja auch gemacht. Ich hätte mir auch Fackeln gemacht und dann wäre ich hier zurückgegangen und hätte alles weggemacht. Wenn es danach geht, könnte man ja auch mit Cobblestone die ganze Geschichte dann zumachen, wo man schon war und wo nichts mehr ist. Nee, ich habe das Zwischenlager an einer. Vorsicht, hier ist ein Spawner. Oh, hier ist dunkel. Eppa! Pass auf, Zoe, ich übernehme das. Was, ich bin wieder im Zwischenlager, hatte keine Sticks mehr und ohne bekomme ich kein Schwert. Dafür mache ich extra mal ein Zwischenlager, aber ich mache teilweise wirklich mehrere Zwischenlager. Genau, weil ich keinen Bock habe, zurückzulatschen, sag ich ganz ehrlich. Genau. Hier ist Kohle. Ja, ich bin ja auch gerade am Kohlesammeln noch. Habe ja auch gerade so eine kleine Kohle-Ecke gefunden. Aber ich kann es auch gleich bei dir... Nein, ist gut. Ich habe eine etwas größere hier gefunden. Ja, meine entwickelt sich auch gerade zu was Größerem. Ja, wie gesagt, wir fahren ja auch für die Allgemeinheit. Wir fahren ja nicht nur für uns selbst. Oh ja, das ist schon mal gut, Laura. Das ist sehr gut. Jack und ich beispielsweise, wir fahren ja nicht nur für uns. Genau, wir machen das dann für alle. Wenn ich farmen gehe, dann farmen wir. 3 Dias und 1 Stack Gold. Das ist sehr schön. Das ist doch 1A.
Das ist schön. Oh, hier oben ist noch Eisen. Dann werde ich mich mal absetzen und hier oben weitermachen. Obwohl. Ja, komm, das Eisen, das kann ich schon mal rausholen. Wie gesagt, es kommt immer drauf an, wie viel ich farme. Wenn ich jetzt nur so vereinzelt 5, 6 Eisen farme, dann benutze ich das alles für mich. Aber wenn ich stackweise farme, dann farme ich für alle. Ja. Oder wenn ich sage, ich gehe jetzt Eisen farmen, dann farme ich für alle. Dann farme ich nicht nur für mich. Ja, ist doch auch dann in Ordnung. Alles legitim. Soll ich das jetzt immer so machen? Wer was dagegen sagt, der lügt, ne? Ganz einfach. Hm? Ist auch alles legitim und wer was dagegen sagt, der lügt. Sorry, bist du zufällig in der Nähe? Ja, kannst du da noch ein bisschen Nähe, Licht? Hoppa. Jo, alles gut. Ja, gut. Jo, Laura, dann bis gleich. Bis gleich. So. Was denn jetzt? Hier mal ein bisschen Licht machen. Ja, ja. Mach's mit Wasser, geht am schnellsten. Hast recht. So. Ja, ist schon Hunger, weil ich wirklich so mach mit Wasser, geht am schnellsten. Ja, hier bist du runter, vorsichtig. Nicht runterschwimmen, bitte. Soll ich die nicht runterspülen? Nein. Nicht runterspülen, nee, mir geht's richtig tief. Ja, das wollen wir dann nicht. Nicht, dass du uns hier Klo hintereinander gespült wirst. Also das ist mindestens 30 Blöcke runter, kannst du gucken. Ach du Scheiße. Ja, doch. Sag ich doch. Das ist ein bisschen sehr jetzt, tief. Das Holz, was jetzt hinter dem Ding ist, das fahre ich jetzt nicht. Das ist ein bisschen sehr tief, das stimmt. Das muss ich dann auch nicht haben, gebe ich zu. Erstmal mal Schwert wetzen. So, so. So. Wir wollen ja auch so ein bisschen noch überleben, ne? So, das nehme ich hier noch mit. Ja, aber wenn, dann würde ich warten, bis ich meinen PC habe, also meinen Rechner habe. Dann kann ich auch Hogwarts Legacy machen und wird weiß ich alles. Dann lohnt das richtig mal. Weil manche Sachen, die kommen dann einfach schlecht rüber. Ach ja. Ich gucke gerade, an welcher Stelle es sich lohnen würde, sich runterzubauen. Ja, kannst du ja mal gucken. Ist doch nicht verkehrt. Weil wenn du von hier oben guckst... So, Gleise... Ich meine, du wirst es wahrscheinlich nicht sehen, da ist noch Lore. Das ist ein Lore. Ja, wenn du von hier aus guckst. Das Problem ist, wir haben nirgends so wirklich... Zauntore... Kohle... Feuerstein. Nochmal Kohle. So, nehme ich jetzt aber ein Stack Holz weg. Nehme ich dann nochmal Kohle und machen wir erstmal wieder ein paar Fackeln. Weil ohne Fackeln bin ich hier doch mittlerweile recht aufgeschmissen. So. Wenn man ein schönes Gefühl, wenn man alles so hinkriegt, aber wenn man dann keine Fackel mehr hat, dann ist es böse. Dann macht das keinen Sinn. Ja, ich hätte rein theoretisch sogar aus dem Haus bei mir. So, Sticks wieder weg. Kann. Okay. Tränke. Okay, du bist jetzt da unten hingekommen. Jetzt muss ich erstmal erkunden gehen, wie es so wieder runtergekommen ist. Ich habe einen Hund gebaut. Von da hinten. Ja, ja, gut. Ja, ich habe den Weg nur gesucht. Ich habe es runtergebaut. Aber warte noch einen Moment, ich bin noch nicht fertig.
Ich wollte gerade sagen, soll ich ein bisschen Wasser setzen, ja? Nee. Ich werde mal runterspülen hier alles. Ich versuche gerade hier ein Weg hinzubauen. Einfach alles runterspülen. Alles und jeden. Einfach alles weg. Ich komme jetzt mal ein Stückchen hinterher. Eieiei. Hier ist ordentlich was an Holz abzubauen, ne? Ja, nicht nur das. Ja, unter uns bitte den Weg nicht abbauen, ne? Ja, das wäre ja sowas von. Ich weiß nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Wenn ich jetzt unter uns den Weg abbauen würde, dann wäre ich ja mit einem Hufeisen gepudert worden. So. Ich komme sofort wieder hoch. Ich habe jetzt nur gesehen, dass hier Eisen war. Ja, ja. Deswegen wollte ich mir das Eisen abbauen schnell. Wie gesagt, das werde ich höhlentechnisch abbauen, ja, aber ansonsten werde ich jetzt höhlentechnisch aus meinem Fenster gehen. So, den habe ich erstmal alle verbratzt. So. Willst du noch einen kriegen? Ja, komm. Fall um. So. Hast du ein Dia-Schwert? Ja, ja. Knallerbse? Hä? Okay, irgendwo schießt wer auf mich. Ach, da ist er! Jo, danke. Ich frage mich immer, warum wäre ich trotzdem, obwohl ich Schild oben habe und Sneak getroffen. Also das ist wieder so ein Mysterium. Ist ein Fun Fact für sich, keine Ahnung. Also Fun Fact wäre es, wenn es spaßig wäre. Ist es aber nicht. Ja, du weißt aber, was ich meine. Kuckuck. Sag ich doch. Das war auch ein Fun Fact. Kuckuck, weg ist er. Das ist halt so ein komischer Effekt, keine Ahnung warum. Sein Nebeneffekt. Weiß keiner, warum das ist. Zeitkick. So, hier haben wir einiges zu erkunden. Ja, obwohl das jetzt alles heute machen, ist halt auch wieder die Sache. Ne? Hm, weiß ich nicht, ob wir alles heute machen. Wir müssen noch ein bisschen was für nächste Woche haben, sag ich mal. Nicht nur das. Achso, ich habe auch mit dem Jack gestern schon abgesprochen, dass gerade das mit dem Bahnhof, das wird auch so eine Sache sein, die wir zwischendurch weitermachen werden. Ja, das wird keine Hauptaufgabe. Also es wird nicht mehr so sein, dass wir jetzt Livestream-technisch da jetzt 10 Livestreams wieder an einem Bauwerk dran sitzen werden. Nee, das machen wir diesmal nicht. Das haben wir ja früher öfters gemacht. Wir müssen auch die Materialien erstmal besorgen. Genau. Das haben wir früher ja gerne gemacht, dass wir dann alles in Livestreams gedengelt haben und versucht haben hinzukriegen. Mir geht's aber jetzt das dauerte dann immer zu lange. Quarz. Quarz ist so in der Menge, wie wir sie brauchen, halt extremst erstmal blöd zu finden. Ich meine, Quarz stimmt. Findest du schnell im Nether, aber die Quarzziegel, die da bist du echt lange mit beschäftigt. So sieht's aus. Ah, ich kriege hier so einen kleinen Gänsehaut. War hier nicht irgendwo eine Lore oder habe ich mich jetzt vertan? Weiß ich nicht. Eine Etage tief, okay. Ich bin hier gerade erstmal am Erkunden und am Ausleuchten. Dass wir hier schon mal ein bisschen Licht um den Gefilden haben. Okay, jetzt bin ich schon im bruchtiefen Schieferbereich und hier ist immer noch ein bisschen Mine. Also die hier gebaut haben, wie auch immer, die waren sehr fleißig. Möchte ich mal so betonen. Die Mine ist einfach so gespawnt. Ja. Ja, wenn das Lebewesen gewesen wären, die es hier gebaut haben, meine ich, die wären super fleißig gewesen.
Aber da könnte ich jetzt wieder einen Vergleich ziehen zu den Crime Letters, die Pforte zur Hölle. Das ist auch hier so minentechnisch, ne? Also, es hat schon wieder ein bisschen was. Und da unten ist Lava. So. Muss man jetzt hier wieder hochkraxeln. Okay, dann habe ich das hier schon mal ausgeleuchtet. Ein bisschen Sicherheit reingebracht in die Geschichte. Darum geht es mir immer, dass ich ein bisschen Sicherheit reinbringe überall. Weil was nützt uns die beste Hülle, wenn die Sicherheit nicht gegeben ist und wir uns dann hier ins Unglück verstürzen, und das ist dann nicht so passend. So, fange ich nur von hier aus an mit den Abrissarbeiten. Ja, ich werde aber jetzt erstmal minentechnisch auf eine Variante machen, weil es so viel. Also willst du eigentlich nach oben hin wieder? Ja, das Problem ist, sie haben schon zwei komplette Kisten fast voll. Ja, das hat viel Arbeit, die Weil was du machen, machst, ne? Ist mir egal, du kannst auch hier weiterhin bleiben. Mir stört das nicht. Nee, nee, ich habe ja nicht gesagt, dass wir die ganze Zeit hier in der Mine bleiben. Ja, darum geht's ja. Das habe ich ja vorhin gesagt, ich will es nicht die ganze Zeit. Und irgendwann ist es auch für die Zuschauer vielleicht ein bisschen eintönig. Nee, vor allem, ich denke mal, wenn wir mal mit Laura hier reingehen, die wird hier auch genügend Ressourcen für sich haben. Ja, wenn Laura möchte, dann kann sie gerne mal mit hier rein, dann wird sie ihren Spaß haben. Hier sind noch genügend Ressourcen. Außerdem würde ich dann auch gerne mit Nachtsichtstränken mal rein, weil ich mal unten in die Höhle reingucken will, ob da Dias sind. Ja, das sieht man ja teilweise so nicht. Das ist dann schon ganz okay. Mhm. Man übersieht ja immer recht viel ohne Nachtsichttränke. Ja. Das ist uns ja jetzt schon beim letzten paar Projekten aufgefallen, dass wir dann besser damit hier arbeiten werden. Man läuft ja an so vielen Sachen vorbei dann. Das ist unglaublich teilweise. Das kann ich schon ein bisschen aufnehmen. Du kannst nichts mehr aufnehmen. Brauchst du etwa ein Aufnahmegerät? Nee. Ich brauch mal Zwischenlager. So. Ich brauch dann wieder jetzt ein Zwischenlager finde. Dann holen wir hier auch noch mal ein bisschen Holz ab. Das Problem ist, die Mine ist viel, viel, viel zu groß. Ich habe nicht gedacht, dass sie jetzt so extrem groß ist. Okay. Dachte ich habe auch schon erlebt, dass ich eine relativ kleine Mine hatte. So. Ich wollte schon sagen, ihr müsstet doch noch eine Axt haben. Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass wir das mal zwischendurch eine Mine ist. Die hat gerade mal, was weiß ich, 3-4 Gänge und dann war es das. Hatte ich das letzte Mal. Ja, es gibt's alles. So, ich habe erstmal die Sachen rausgepackt. Dort sind noch Monster. Monster Party, eieiei. Hier ist noch ein bisschen Lapis, das sind wieder gute Punkte. Brauchen wir ja zum Verzaubern, wie jeder weiß. Das Lapis schon mal nicht, ne? Wie so eine kleine Lapisader. So. Klein, aber fein, so soll es sein. So. Falls Queenie noch drin ist. Wie weit bist du denn jetzt bei Hogwarts? Hast du schon die Hauptgeschichte oder die Hauptaufgaben erreicht oder musst du da noch was machen? Weil ich habe das ja bei Valiant so ein bisschen zugeschaut und da sind ja die Hauptsachen, da gibt es dann noch Nebenmissionen, die man erreichen kann und erfüllen muss.
für die Zaubererprüfung, dann Ballons kaputt fliegen und was weiß ich alles, Besen aufmotzen. Wenn noch da sein solltest, kannst du ja mal sagen, wie weit du da schon bist, würde mich doch mal interessieren. Weil du hast es ja ein bisschen später angefangen, wie als Vivaliant. Ja, kannst mich ja gleich abholen, dann gehen wir gleich zusammen. Ich gucke jetzt gerade, dass ich nur das Wichtigste mitnehme. Hm. Den Namen sehe ich ja auch schon, mal so weit bist du ja nicht weg. Das Wichtigste sind halt die Edelsteine, die Erze, Diamanten, Gold, Kohle, was du so alles gefunden hast, Eisen. Kupfer habe ich jetzt nicht mitgenommen, so nebenbei. Kann ich auch sagen, was das Wichtigste ist. Das ist wichtig. Das ist gut, das. Mhm. Gut. Das. Ich sag's dir gar nicht. Also, das ist immer wichtig, richtig. Ich hab jetzt mitgenommen den Kies. Ja. Das bleibt da. Ich steck gerade noch zusammen kleinen Moment. Ja, ist alles okay, mach doch mal in Ruhe. Mach du in Ruhe. Ich habe hier unten jetzt auch schon mal wieder einen ganzen ganze Schachtebene gekillt. Lapis, Kohle, Eisen, die Ketten habe ich mitgenommen, was ich abgefarmt gefarmt habe. Roheisen, Roheisenblock, Rohgold, Kohle, Lapis dazu sowieso, Eisenbarren, Redstone, goldener Apfel, Diamant, Kies. Das ist so das Wichtigste, was ich erst eingepackt habe. Ja, das ist doch in Ordnung. Ist doch vollkommen gut. Da hat keiner was dagegen. Antriebsschienen. Sagt keiner was dagegen. Schienen müsstest du gleich mitnehmen. Kann ich wohl machen, oder? Das sind die Schienen. Ja, das Problem ist, ich habe halt nichts, wo wir das mit nach Hause transportieren können. Das heißt, wir müssen jetzt alles so mitnehmen. Ja, das müsste ja gehen. Durchs Nether rennen wir gleich. Denke ich mal, dass wir ein schnell also durchkommen. Also schieltechnisch haben wir, ich glaube, 3, 4, 5, 6, glaube ich, insgesamt. Ich hoffe ja auch mal nicht, dass wir in einem Kampf mit irgendwelchen Netherviechern wie Ghasts oder so verwickelt werden. Einfach weiterlauf. Ich denke mal, auch Lohan dürften da nicht auftauchen. Und ja, ich könnte rein theoretisch eine Schulkerkiste. Mache ich aber nicht. Nee, Schokakisten brauchen wir nicht. So weit sind wir könnte noch nicht. Könnte ich machen, aber damit bescheiße ich mich nur selber. Ich wollte es gerade sagen, das macht aber keinen Spaß. Du bist am Sneaken, ne? Nein. Und sich deinen Namen jetzt nicht mehr? Weil du verkehrt guckst. Nein. Ich sehe nämlich deinen Namen. So, dann bleibt man da stehen. Ja, kann ich wohl. Welche Höhe bist du? 9. Muss ich aber doch mal einen Schritt gehen, dann kann ich hier nämlich schön alles abbauen. So, okay, ich habe mal wieder Inventar voll. Kann ich die Schienen gar nicht aufnehmen. Ja, und kommt jetzt mal wieder irgendwas Unwichtiges weg. Okay, da unten war ich auch noch nicht anscheinend. Obwohl, ich könnte doch mal gucken. Bist du noch gemacht? Ja. Na, guck mal. So einfach ist das Problem gelöst. Man isst was, hat man einen Slot frei und fertig ist. Jetzt sehe ich dich ganz deutlich. Ich sehe dich auch gerade. Ich baue mich einfach zu dir. Ja, siehst du. Da muss ich nämlich jetzt noch runter. Da war ich, glaube ich, noch nicht. Guten Tag. Guten Tag. So. Kurz die Zweien sammeln, muss man sagen, ne? Ja. So, jetzt gehe ich nochmal kurz hier runter. Weil hier war ich noch nicht, wie gesagt. Und hier ist auch noch Eisen. Guck mal, praktischerweise. Hier war auch noch Eisen, ne? Ja, da oben war ich noch nicht so weit. Eisen und... So. Eisen und... So. Na komm. Wir können ja jetzt später uns da noch mal rein. Ja.
Scharfschützen, sorry. Nee, ich hab den auch schon laufen sehen. Ach so. Ja, ich kann nichts mehr einsammeln, ich bin voll. Ach so, deshalb. Tap, 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 wie im Pferdegalopp hier. Zwischen mal was hier. So, dann tausche ich mal alles um. Ich glaube, die Glühbirnen sind wichtig, ne? Nö. Ne? Gut. Kannst du dann lassen. Und die Schienen sind wichtig. Aber pack erstmal das ganze Holz und alles, was als Gefahrblaster rein. Ja. Das können wir zum späteren Zeitpunkt holen, mein Gott. Ich habe auch in der Woche eigentlich genügend Zeit, dass ich zwischendurch mal reingehen kann. So, ich habe noch gut Platz. Ja, warte. Wenn du jetzt noch irgendwas Wertvolles dabei hast. Ja, das hab ich ja. Vorsicht, wenn du hier lang läufst. Ja, wenn ich hier runtersegel, dann bin ich ganz schnell durch. Dann bin ich auch durch den Monsun. Falsch. Mann, ich bin auch zu doof auf hier. Verlost du dich schon wieder in deine eigene Strategie, ja? Fast 3 Stacks schon, die kannst du noch mitnehmen. In der unteren. Ach ja, komm her, so. Dann würde ich sagen, dann gehen wir erstmal gleich nach Hause. War das jetzt alles an wichtigem Material? Ja, das ist auch nicht unwichtig eigentlich. Na gut. Den Name-Text könntest du höchstens noch mitnehmen. Aber ansonsten. Den Rest tue ich später. Ja gut.